Ja, es geht also hier um das Gartenhaus IDA 900 und die Montage ist ziemlich heftig. Und zwar nicht, weil das so sehr schwer ist, sondern weil man auf den Zeichnungen die Profile nicht richtig gut erkennt. Und zwar, man fängt hier an hier mit der Vorderseite. Und ich zeige jetzt mal, wie die Profile hier liegen. Hier, der obere Teil wird mit so einem Blechwinkel hinten verschraubt. Also die Schrauben gehen nach hinten aus. So, diese Schiene hier, das ist die Laufschiene, da läuft nachher die Tür drin, die wird einfach so reingeschoben. Da gibt es auch dann eine untere Laufschiene, die sieht so aus, nicht? Hier diese Kanten kommen nach außen. Ja, und wenn man das montiert hat, dann kommt wie gesagt hier diese Tür an. Auf der anderen Seite sieht das genauso aus und ich zeige nochmal, wie die Profile hier liegen. So. So sieht das also aus, wenn das der obere Teil und dann hier der untere. Vielleicht als Tipp, wenn man hier diese Mittelschiene, ich zeig das mal hier, montiert, da werden die Schraubenköpfe in die Führungsnut hier eingesteckt von diesen Mittelschienen hier und dann kommt die Schraube hier raus. Da kann man die durch das Loch stecken und von der anderen Seite verschrauben. Das ist eigentlich recht easy. Wird aber, wie gesagt, alles in den Zeichnungen nicht gut erklärt. Ja, und man braucht ein bisschen Geduld und Mühe und es klappt aber und dann kriegt man es zusammen. Und das Schöne ist, wenn mal was nicht passt, wieder auseinanderschrauben, neu probieren. Also es geht alles mit Geduld. Die braucht man allerdings.